Moinsen alle zusammen zu einer neuen Runde hier. Wir sind jetzt hier an diesem Postterminal DPW. Da schauen wir mal rein, was da steht. Müssen wir nicht knacken, das Teil? Patienteneintrag 148. Patient M. Kramer. Symptome. Patient klagt über Myalgie sowie geschwollene und vergrößerte Lymphknoten. Außerdem verspürt der Patient ein gewisses Unbehagen. Es besteht der Verdacht auf eine asymptomatische herpetische Infektion. Ich führte eine Reihe von AR-Tests und AR-Untersuchungen durch und schickte Proben zur Analyse zum UMS. Zum UMS. Okay, alles klar. Warte mal. Oh, diese Nase juckt heute wahnsinnig. Okay. Patienteneintrag 147. Okay, Dr. Bormanns Büroprotokoll, Journalsoft angemeldet als Krankenschwester Hicks. Krankenschwester, ich habe immer von medizinischem Alkohol so aufstoßen. So, Patienteneintrag 147. Patient R. Jenkins. Symptome. Patient hat eine laufende Nase, Fieber, geschwollene Füße, Mundgeruch, Kopfschmerzen, Gelbsucht und extreme Atembeschwerden. Das kann nur Covid-19 sein. Ganz klar. Ehrlich gesagt habe ich nicht die geringste Ahnung, was ihm fehlt. Aber Tests unterzogen zu werden, scheint seine Symptome zu lindern. Wie nennt man das? Hypochonder, ne? Okay. Persönlicher Eintrag 48. Dr. Bormann hat mich gebeten, mich nach anderen Büroräumen umzusehen. So nah beim Stahlwerk zu sein, ist für die Patienten schrecklich. Aber er sagt, dass wir uns jetzt ein neues Büro leisten können, da wir seit der Annektierung von Kanada schon viele Veterinäre im Büro hatten. Sind die Zahlen ganz oben. Krieg mag zwar die Hölle sein, aber für einige von uns ist er gut. Ja, genauso wie eine ordentliche Pandemie auch für einige Leute gut ist. Nicht wahr, Herr Spahn? was haben wir denn? Ja, nee, das sollte ich mal besser nicht machen. Wen haben wir denn hier? Freitag! Moin, Freitag! Sieh an! Ein Kuli hat's aus dem Loch geschafft. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Na, Geld dabei, Neuling? Ein Händler. Du musst einen Teil meiner Ausrüstung reparieren. Das können wir mal machen. Ja, sicher, Neuling. Ich bin kein Neuling. Ich will sehen, was es hier gibt. Es ist nicht ratsam, meine Zeit zu verschwenden, Neuling. Stimmpacks? 18 Stück? The fuck? Geil. Ja, ich habe nichts dabei, was ich verkaufen kann, ne? Okay. Nö, ich komme später nochmal wieder. Ich akzeptiere mal. 41.000 Ocken haben wir immer noch. Ich muss jetzt los. Das nächste Mal... Okay, ja, diese Händlerin ist nur so lange aktiv. Das können wir ja gleich mal verkaufen. Also, ich komme dann gleich nochmal wieder und werde dann der Ollen alles Mögliche, was ich hier finde, ins Inventar stuhlen. Guck mal, schön. Bloß aufpassen. Warte mal, ich mach mal lieber einen Schnellspeicherstand. Ihr wisst ja. Das soll nicht nochmal passieren. Was zum Teufel grinst du denn so? Zoff, Mann. Machst du gern Zoff, Digga? Ich auch. So ist das nun mal. Bei mir gibt's immer Zoff. Bei mir gibt's immer Zoff. Mann. Darf ich? Ich darf. Oh. Und guck mal, die stählerne Bruderschaft war zwar hier, hat den ganzen Laden aufgeräumt, aber... Ein Teddybär? Gibt es eine Band aus Schweden, die heißt die Teddy Bears. Sehr geile Mucke. Müsst ihr mal gucken. Ja. Vorsichtig. Alter, was hier an Kram rumliegt. So, als wüsste das Spiel, dass ich gerade eine Händlerin gefunden habe, ne? Splittergranate, Renate. Munitionskiste? Energiezelt. Oh, das ist gut fürs Gaussgewehr. So. Zack. Oh Mann. Das wird so gut. So. Aha. Nö, den Sessel kann ich nicht verkaufen. Hätte ich beinahe übersehen. Gib her. Ja. Dann würde ich sagen, ich mach jetzt immer nur noch Schnellspeicherstände. Ich sag's euch.
So, Zoffmann. Bei ihm gibt es immer nur Zoffmann. Okay. Ja, also diese Händlerin werden wir wahrscheinlich nur so lange haben, bis wir den Laden hier aufrollen. Bis dahin sollten wir dann möglichst den Quatsch verkauft haben, den wir hier sammeln. So, da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Wen haben wir denn da? Was zum Teufel grinst du denn so? Hey Michael, wie geht's denn? Schon mal bemerkt, dass Midea eine echt flotte Biene ist? Du meinst Maya? Ja, lass mich mal schauen. Alter, dafür, dass die Stähler eine Bruderschaft hier war und auch die Badewanne haben sie in Ordnung gelassen. Gibt's ja gar nichts zu looten. Was ist hier los? So. Eine flotte Biene. Schiebst du Verpflegungsdienst? Nein, ich schiebe was anderes. Aber das darf ich dir nicht erzählen. So, ja, wen haben wir hier? Bingo! Mein Vater hatte einen Hund und Bingo war sein Name. Irgendwo habe ich sowas schon mal gehört. Bingo! 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 Bingo? Ah, das darf ich nicht. Sonst ist Bingo sauer auf mich. Aber hier, guck mal. Bingo? Bingo war sein Name. Ach, also. Also von hier oben und so schmeißen die immer die ganzen armen Leute runter. Hier kann man auch noch lang. Mhm. Tja. Ist doch schön, wenn man sich das alles nochmal anguckt, ne? Ich meine, ich gehe davon aus. Was ist das hier? Was glaubst du denn so? Du hast einen recht netten Arsch, aber da werde ich bald mal reintreten, aber sowas von. Bingo. Mhm. Da ist wieder die Händlerin. Also das muss ich mir merken, dass sie hier ist. Darf es irgendwas sein? Entweder löhnen oder ver... Nö, du löhnst jetzt erstmal eine Runde. Alles klar, Neuling. Ich bin kein Neuling. Du bist hier der Neuling. Pass mal auf. Denn du wirst mir den ganzen Scheiß abkaufen, den ich hier sammle. Nö, die behalte ich mal. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Zeug noch brauchen. So, große Whiskyflaschen und Kartoffelchips. Da haben wir sie wieder. Leere Spritzen und Whiskyflaschen. La la la. Na du Psycho. Ich sollte trotzdem aufpassen, dass ich sie nicht überfordere finanziell. Ja, und wenn wir hier alles erkundet haben und möglichst alles verkauft haben, dann gehen wir mal den Herrn Escher besuchen, den MC Escher, MC Escher. Der malt ganz lustige Bilder mit irgendwie unmöglichen geometrischen Formen und Treppen und so. Habe ich schon mal erzählt, ne? Guck mal, 42.000 Ocken. Ich muss jetzt los, Digga. Bis zum nächsten. Ja, ja, nö, also ich habe 42.000 Ocken. Da kannst du einfach nicht mithalten. Okay. Oh, fucking okay. Wir gucken hier nochmal schön rundherum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles war, was wir jetzt bisher gesehen haben. Bingo war sein Name. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Uptown Girl. Ich muss den Kühlschrank wieder. Uptown Girl. So, hier sind wir jetzt. Kaffeetasse? Die darf ich nehmen, aber das Bier nicht. Schon wieder Kaffeetassen. Ja. Mühsam nähert sich das Kronkörnchen. So. Und hier sind wir jetzt. Das kommt mir bekannt vor. Ja, 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 ja. Nö, aber das haben wir hier schon alles erkundet, ne? Also, ja, und hier geht's dann rüber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu Escher gehen soll. Weißt du was? Ich mach mal Folgen. Ach nee, die hat ja gar nicht genug Asche. Die hat ja gar nicht genug Escher. Oder? Warte mal. Ich gehe jetzt mal nach unten und hole ein bisschen Junk. Ja, das muss sein. Dann kriegen wir es nämlich verkauft. Ansonsten müssen wir nämlich, wenn wir hier aus dem Add-on rauskommen, zigmal zwischen der normalen Welt und Dings da zurück. The Mill. So. Na du? Auf dem Weg zu Escher?
Was für ein Glückspilz. Ich habe einen Glückspilz, jawohl. Schon wieder 10 Minuten aufgenommen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ihr wartet alle sehnsüchtig auf Action. Die wird aber auch noch kommen. So. Tango. Jo. Da sind wir dann auch schon wieder bei der Arena. Bei der Arena. Und ich packe mir mal das Inventar mit Junk zu. So, ich werde mal das nehmen, 10 mm Schuss, ich weiß nicht, ob ich das verkaufen soll oder nicht, ach was, komm, hier, komm mit, so, kann sein, dass ich jetzt gar nicht alles mitnehmen kann, ja, oder dass ich nicht alles verkaufen kann, wenn ich nach oben komme, 39 Flaschen Bier im Regal, 39 Flaschen Bier. Und wenn eine davon runterfällt, dann sind es nur noch 38 Flaschen, 38. Weißt du, wenn du sowas singst, ne? Dann kann es durchaus schon mal passieren, dass ich Leute umbringe. Ich habe da schon so meine Erfahrungen gemacht. Ich bin ja schon mehrfach wiedergeboren, ne? Weißt Bescheid. Ja, ich sollte eigentlich solche teuren Sachen. Ja, warte mal, diesen Filtrierhelm, den packe ich mal raus. Ich will eigentlich mehr den Billig-Scheiß verkaufen. Zum Beispiel Hundefleisch. Auch die Jagdflinte hier kann man durchaus mal nehmen. 29 mal Jet. Das werden wir niemals verkauft kriegen. 17 Kaffeetassen. Die Kampfflinte vielleicht auch. Knusprige Eichhörnchenbissen. So. Bloß nicht die Löschschlauchspritzdüse. Das würde mir so leid tun. Rattenfleisch. Medex 5-mal. Menschenfleisch. Hm. Würde mich nicht wundern, wenn wir es hier verkauft kriegen. Metallhelm, Metallkochpfanne. Nee, das nicht. Das Nagelbrett, die Nudeln. Ob wir die Nudeln, haben wir die noch aus Mama Dolches hochamerikanischen, ne, weiß Bescheid. So, jetzt sollten wir aber langsam mal voll sein. Ja, das war dann jetzt schon zu viel. Hier die Zigaretten, die werden wahrscheinlich einigermaßen teuer sein. Bloß nicht Schmugglers Ende. So, damit haben wir ein volles Inventar. Ich bin überlassen. What the fuck? Dann packe ich eine Blechdose weg. So, das sollte es sein. Bloß nicht alles nehmen. Hoodie. Wir gehen nach oben zur Händlerin und bringen der mal ein paar Sachen. Ja. Okay, raus aus dem Stahlwerk, rein in das Stahlwerk und wir gehen jetzt einfach mal zur Händlerin, verkaufen der so viel wie geht und dann gehen wir tatsächlich zu MC Escher. Das wird eine schlechte Erinnerung sein, wenn wir das hier durchziehen. Und finden mal raus, was da so los ist. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. So. Ja, weil ich befürchte, die Händlerin da oben wird nicht mehr nett sein, sobald wir unsere Aufgabe hier erledigt haben. Sie werden uns den Rücken kehren und sich Asche anschließen, oder? Ja, irgendwie schon. Dieser Hochgang, dieser Aufgang hier macht mich irgendwie ganz schwindelig. Lalalala. Mhm. Wo war jetzt die Händlerin? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, jetzt nicht weiter. Das ist Zoffmann, ne? Naja, dann weiß ich, wo. Weiß ich nicht, wo die Händlerin ist. Mhm.
Alter, kann nicht wahr sein, ne? Hab schon wieder vergessen, wo die Händlerin ist. Nee, nicht ganz. Pass mal auf. Ist hier hinten. Ha, ha, ha. Da ist sie. Moin, Zen. Ich habe jede Menge Schrott mitgebracht. Ja, ich habe jede Menge Schrott mitgebracht. Die sieht alles aus. Klar, Neuling. Ich mag die. Ich bin gar nicht so ein Neuling. Alter. Die wird so schnell voll. Ich kann ihr schon gar nicht alles verkaufen. Abgetragenes Sklavenoutfit, abgetragenes Sklavenoutfit. Ja, Arbeiteroutfit, Aschenbecher. Aschenbecher, ne? Weiß Bescheid. Ob sie das noch kann? Nein. Weißt du, dann gib mir mal die 32er Pistolen wieder. Dann werde ich ihr erstmal den Schrott verkaufen. Dann gehen wir zu Escher und werden versuchen, möglichst nicht das zu tun, was uns in die Ungnade bringt. Und dann verkaufen wir nochmal. Alter, das wird so schwer. Ja, ich versuche ja hier auch möglichst halt kohlemäßig den Rekord zu brechen. Nicht nur den Folgenrekord. Den habe ich, glaube ich, schon gebrochen. Sagt mir doch mal, ob ihr wisst, ob es einen Let's Player gibt mit noch mehr Folgen. Oh, jetzt wiegt ja nichts. Okay, alles klar. 24. Dann gibt mir mal ein Hundefleisch zurück. So, ja, eine Kaffeetasse kann sie noch. ja. Mhm. Okay, ich versuche mal Folgendes, reparieren. Es ist nicht ratsam, meine Zeit zu verschwenden, Neuling. Nein, 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 nein. Ist wirklich hübsch. Wasch dich mal. Alles klar. So, alles klar. Ja, sagt sie schon richtig. Ja, 89 Tragepunkte wieder freigeräumt. Ich würde mal sagen, wenn ich den Weg finde, wenn ich den Weg, da ist er doch. Ja. Dann gehen wir mal nach Uptown Girl. Eingenommene Stimmpacks 880. Habe ich, glaube ich, auch einen Rekord jetzt inzwischen. Warte mal, lass mich mal einen Tee eingießen. Ja, also, ich habe bisher kein Let's Play von Fallout 3 gesehen, das mehr Folgen hatte als meins. Bei Minecraft bin ich ja auch so langsam beim Gronkh am Aufholen. Ich glaube, er hat knapp 1500 Folgen gehabt, habe ich irgendwann mal in der Wiki gelesen. Und ich bin jetzt bei 900 plus, also, ich hole auf. Zumindest contentmäßig, ne? So. Cool. Hier ging es hoch. Da oben haben wir den Schrottkerl platt gemacht. Ja, ich bin immer noch ein bisschen am gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas finde. Was zum Teufel grinst du denn so? Weil ihr bald alle tot sein werdet. Glaubst du nicht? Glaubst du besser? So, hier hinten ging es, glaube ich, dann raus, ja. Hier hinten ging es raus und da ging es zu diesem interessanten Gebäude da. Ich denke mal, das wird es sein. Was glotzt du denn so? Mona! Hast du was zu sagen oder bist du nur hier, um mich anzuglotzen? Warum sollte ich dich anglotzen? Du bist so hässlich. Ach, einige meiner besten Freunde sind Ghule. Ghule? Wo sind hier bitte Ghule? Hau ab, bevor ich dich im Fluss versenke. Okay. Ja. Ich würde schnellstens nach Haven gehen, Kindchen. Ach, Lulu. Du nennst mich Kindchen. Lulu. Wen haben wir hier? Pit Raider. Lord Escher. Also, mir juckt es so in den Fingern, hier Sachen in die Luft zu jagen, aber ich glaube, das würde Probleme verursachen. Deckung helfen.